Herzlich willkommen. Auswärtsspiel gegen Saint-Étienne. Fast schon direktes Duell. Die sind uns auf jeden Fall auf den Fersen. 6 Punkte. Sind uns ähnlich auf den Fersen wie wir. Troyes, die Gott sei Dank gegen Annecy nur unentschieden gespielt haben. Das Nachhol- oder das Sonntagsspiel. Ne? Das heißt, da ein bisschen Punkte liegen lassen. Gut für uns. Wir haben mit Ekoumene einen, der im Team of the Week war. Mit Chahiri einen, der jetzt wieder angeschlagen ist. Said Ikram könnte auch wieder auf der Bank sitzen, müssen wir mal gucken. Ein paar Minuten kann er kriegen. Ja, also ein bisschen verletzungsangeschlagen geplagt. Nicht unbedingt verletzungsgeplagt, abgesehen von Pedro Diaz. Aber so ein bisschen angeschlagen sind wir noch. Und so spielen wir auch Fußball. Allerdings auch in den Zeiten, wo wir nicht angeschlagen waren. Das heißt, vielleicht sind wir nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig belastet aktuell. Mental, so ist es besser. Geistig klingt immer so ein bisschen. Ne? Aber ja, im Prinzip ist es ja der Geist, der da gerade nicht stimmt, der Mannschaftsgeist, der nicht da ist. Naja, wie gesagt, es geht gegen Saint-Étienne. Hinspiel haben wir mit Viererkette super dominiert und deswegen würde ich sagen, gibt es da keinen Grund, was zu ändern. Wir gehen wieder mit der Viererkette rein und heute werden die nicht mit einem Abschluss ein Tor machen, sondern gar keins. Und wir machen ein, zwei mehr. Und hier haben wir die Aufstellung von Saint-Étienne wie im Hinspiel mit den drei defensiven oder relativ defensiven Mittelfeldspielern vor der Fünferkette. Und nur zwei Offensiven bei uns geht's rein mit der Viererkette. Nur eins der letzten 5 Spiele gewonnen. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Wir haben auch ein paar Änderungen in der Startelf. Glenn Yunus ersetzt Matteo Morey, der heute mal ganz draußen bleibt. Seine letzten Spiele waren nicht so überzeugend. Im Zentrum in der IV spielen Bokele mit Arison. Links ganz klar Ekoumene. Auf der 6 Sissoko, Barbet erneut auf der 8. Und Davitashvili dafür auf der 10. Und Guillaume Delima und Chahiri haben mir eigentlich ganz gut gefallen, deswegen bleibt das auch erstmal so. Chahiri etwas angeschlagen, wird wahrscheinlich nicht allzu lang machen können. Sissoko hier erstmal mit dem schlimmen Ballverlust, aber aufgepasst. Von Arison, wir haben ihn uns direkt wiedergeholt, das ist wichtig. Und ja, Bastia geht früh in Führung. In Minute 4 Glenn Yunus gegen Nilton. Hat schon mal den Fuß drin, prallt aber unglücklich ab. Kamarasa an dem Pfosten. Erster Schockmoment für uns. Okay, Weißhaupt. Freiwurf mit Kamarasa. Und er bringt den wieder flach rein. Wir können blocken. Weißhaupt nochmal. Ekoumene klärt. Und Saint-Étienne mit einem guten Auftakt hier. Kann ich mal den Jungs sagen, dass wir mehr brauchen. Außer Glenn Yunus hat es auch jeder verstanden. Barbet, vielleicht noch ein Freistoßtor mal wieder. Ja, Ball abgefälscht. Nilton. Ist einer für Bokele gut geholt. Er spielt ihn mit Ekoumene, Arison hinten rum. Passiert erstmal nichts weiter. Okay. So, Ballbesitz dann doch sehr, sehr stark bei Saint-Étienne. Das gefällt mir nicht so. Das gefällt mir wirklich gar nicht. Werden auch Guillaume und Chahiri mal tauschen. Beziehungsweise machen es gleich so. Tauschen alle drei. Verwirren ein bisschen die Gegner. So, hier kann geklärt werden. Delima aber wieder in die Füße von Tardieu. Wir spielen sehr, sehr defensiv. Lass uns da auch hinten reindrücken. Nilton mit Lopri. Camarasa, einer für Sergio Rico. Okay. Was sagen wir? Wir haben eine Verletzung, eine Leistenverletzung von Baptiste Guillaume. Die Frage ist jetzt. Na, wir bringen Vypotnik. Komm, mach das Ding. Wir gehen mal offensiver, weil wir natürlich auch was vom Ball haben wollen. Glenn Yunus, Einwurf mit Davitashvili. Glenn kriegt ihn zurück, findet zu Rico. Der hat Platz. Guter Kontakt. Larsonneur hat die Finger dran. Kann den noch über die Latte lenken. Schade. Eckball, Mehdi. Tardieu muss auch verletzt raus. Bei Saint-Étienne. Mouffet kommt da jetzt rein. Delima, ja, hat keine Lust, den zu holen. Vielleicht aber nochmal. Ein Einwurf. Ne. Wir gucken uns mal ganz kurz Moueffek an. Ja, sieht ganz stabil aus. Also da ist jetzt keiner, dem wir da mal schnell den Ball abnehmen können, den wir nervös machen. Prinzipiell, ja, eine katastrophale erste Halbzeit. Haben uns komplett auf das Spiel von Saint-Étienne eingelassen und nicht unser eigenes durchgezogen. Aber vielleicht jetzt nochmal Glenn Yunus knapp drüber. Der Junge macht ein gutes Spiel, gefällt mir. Aber halt alles leider im Gesamtbild zu wenig.
Er bringt die Pille auf den Kasten und vor allem spielt nur ein bisschen mit. Weiß, ob wir jetzt schon gleich wechseln. Ne, wir tauschen hier nochmal die Seiten. Wie Botnik bleibt vorne drin. Sissoko ein Kandidat für die Auswechslung. Ja, okay. Wir gehen nochmal so in Halbzeit 2. Bleiben etwas offensiver. Wie gesagt, in der Hoffnung halt, dass wir dann das Spiel ein bisschen mitbestimmen, den Ball auch haben. Zvetkovic, Abraham. So, Einwurf, Glenn Yunus. Jetzt Sissoko, Glenn. Sissoko hat eine Idee. Findet David Tashvili, der hat den Abschluss. Wieder Lassonneur da. Wobei der jetzt auch diesmal nicht allzu schwierig zu halten war. Und wir wechseln. Zum einen. Ne, erstmal nur Pitu. Bukele verlässt das Feld, Barbe geht nach hinten. Wir bringen Diliberto, der hier sehr motiviert ist, Bock hat auf das Spiel. Und vielleicht einen Effekt heute hat. Zvetkovic mit Thomas Amon. Zvetkovic, Muefek. Alle läuft bei Säuntchen. Jetzt könnten wir Druck machen. Können vielleicht den. Ja, da müssen wir jetzt mitschieben. Da muss Pitu gleich mitschieben. Dass wir den langen Ball erzwingen. Und jetzt rüber auf die andere Seite muss De Lima mit. Aber es dauert zu lange. Soidien kann sich hier gut rausspielen. Nilton. Boah, Amon kriegt den auch wieder. Rico sieht nicht ganz so sicher aus. Was uns vielleicht ein bisschen sicherer macht, ist, wenn wir es so spielen im 4-2-3-1. Werden hier ein bisschen höher spielen. Und dadurch können wir auch ein bisschen kreativer sein werden, in die Konter gehen, weil Saint-Étienne ja eben viel den Ball hat. Und dann gucken wir mal. Weil besitztechnisch ist das noch nicht besser geworden. Ja, und jetzt Döli mal raus. Zeit Ikram. So, Ikram rein. Über die linke Seite. Pitu über rechts. Und ja, Ignatenko oder Simba. Wir bringen Vital. Hat auch immer mal wieder einen ganz guten Effekt, einen guten Drang nach vorne als Außenverteidiger. Da geht noch was. Fordern noch mal mehr von den Jungs. Dann sind wir mit dem Einwurf erstmal zurück zu Barbe. Der findet Diliberto und der findet Ikram und der findet Vipotnik. Nein, der kommt nicht hin. Pitu. Oh, Pitu! Alexi! Pitu! 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 Sehr, sehr stark. Hier schon super Angriff. Ikram per. Ja, wie heißt denn der Kick? Naja, Karate-Kick. Bringt er den in die Mitte. Und dann Pitu aus einem fast unmöglichen Winkel macht er das Tor. Und jetzt können wir das Ganze auch etwas entspannter angehen. Ja, können tatsächlich uns ein bisschen aufs Kontern beschränken. Müssen jetzt nicht mehr unbedingt. Können jetzt unser Spiel durchziehen. Und ja. Können dann eben Saint-Étienne den Ball überlassen, was sie ja eh die ganze Zeit schon machen. Aber wir machen halt das Tor. Marcelin bringt ihn nochmal, wie Potnik. Zurück auf Arizon. Und der bringt den hoch rein. Geklärt wieder nicht ganz. Davitashvili. Naja, war ein ganzes Stück drüber. Das so eine. Die Spiele sind hinten raus. Wir stehen doch relativ hoch. Und da muss jetzt Pitu mitarbeiten. Cafaro. Seitenwechsel. Guter Ball auf Boldé. Ikram arbeitet mit. Simba läuft eher nur mit. Atiabu. Da sind wir gut dran, aber kriegt den Ball trotzdem auf Boldé. Nilton Cafaro. Und ganz, ganz, ganz wichtig von Sergio Rico, der hier auf dem Weg ist zur Rekord zur Nullzahl. Zumindest könnte er das aus dem letzten Jahr, die 12 von Stracek, egalisieren und auch verbessern. Aktuell hat er 9. Hiermit wäre er bei Spiel 10. So, Sissoko und Zurico müssen heute durchziehen. Auch Yunus. Ja, die Kräfte schwinden bei uns.
Wir werden auch Suriko jetzt sagen, er soll das Ganze hier ein bisschen defensiver angehen. Und auch, ja, Pitu und Zayt sollen ein bisschen mit zurückarbeiten. Wipotnik kann da vorne ganz alleine bleiben. Ein Simba, Einwurf mit Diliberto. Davitashvili, Wipotnik nimmt Glenn Yunus mit. Der fällt aber kein Foul. Pitu verliert den Ball, aber Sissoko läuft ihn ab mit den letzten Kräften. Alexis Pitu lässt den Ball einfach laufen. Barbe raus, viel Platz für den Simba. Und der hat noch Kraft, weil der ist frisch. Verliert das Laufduell trotzdem, setzt sich aber durch, kann die Flanke bringen. Nilton und Glenn Yunus. Ja, gefällt mir der Junge. Gefällt mir heute. Sehr, sehr schön. Macht eine klasse Partie. Hat auch nochmal einen Riesensprung gemacht bisher. Gerade Mitte der Hinrunde wurde dann öfter mal eingesetzt im Herbst. Und ab da immer mal wieder sukzessive mehr Einsätze. Na, sukzessive nicht, aber auf jeden Fall sind die Einsätze mehr gewesen oder mehr geworden als am Anfang geplant. Sollte ja eigentlich verliehen werden. Hat sich jetzt aber so ein bisschen ins Team gespielt, dafür Jean-Louis so ein bisschen außen vor. Nilton geht nochmal vorbei. Cafaro kriegt den Ball auch rein, aber Barbé ist noch da vor Lopri. Sehr, sehr gut. Können den Ball zur Ecke klären. Lopri bringt ihn auch gleich rein. Wir sehen, Metz führt parallel auch 3-1, deswegen wäre das hier ein sehr wichtiger Sieg. Der kann geklärt werden. Arizon, Ikram kriegt den Ball, aber kann wohl nichts damit anfangen, auch wenn Larsonneur außerhalb von seinem Tor war. In unserer Hälfte mit nach vorne gegangen. Moefek nochmal mit Boldé, verliert den Ball nicht ganz. Ikram arbeitet mit und holt ihn sich. Und Diliberto spielt das jetzt mit Zayt. Ruhig runter, nicht mal mehr eine Minute zu gehen. Barbe macht das auch ganz cool. Wir behalten den Ball hinten. Davitashvili, Arizon, Sissoko und Glenn Yunus. Können sogar nochmal Pitu schicken. Aber der muss auch gar nicht in den Sprint gehen. Doch, kriegt ihn nochmal. Alexis Pitu nochmal scharf rein. Nee, F. Ah, Zurico. Ja, wir verschleppen das Tempo aber ganz gut. Diliberto nochmal einen Abschluss. Ja, schade. Naja, auch Diliberto hat das ordentlich gemacht heute. Super reingekommen. Metz das 4-0. Und wir aber auch mit dem Sieg. Von daher können wir das ausgleichen. Ja, von mir aus 1-0 bin ich zufrieden mit. Drittes Spiel in Folge zu 0. Ja, gewinnen wir dieses Spiel 1-0. Passt für mich auch. Pitu, starkes Spiel. Freut mich über sein Tor. Yunus richtig, richtig stark. Arizon stark. Barbe stark. In Simba gut reingekommen. Rico sehr, sehr stark. Hat uns zweimal ganz gut gerettet. Sissoko hat sich auch wieder gesteigert. Erste Halbzeit war so ein bisschen wackelig. Auf der Doppel-6 dann deutlich besser. Diliberto, wie gesagt, gut reingekommen. Ikram mit seinem Comeback. Ja, und dann halt ein paar Jungs, die auch nicht so gut aussehen. Aber. Passt, wir gewinnen das, wir holen die 3 Punkte und das ist die Hauptsache. Ne? In dem Sinne, Freunde, ne, so schnell geht es noch nicht. Wir gucken uns die Ergebnisse natürlich noch an. Da haben wir heute wieder ein paar mehr Spiele als letztes Wochenende. Da waren sie ja getrennt. Heute haben wir wieder alle zusammen an einem Tag. Wir haben Angers Clermont 1-1, haben wir ja schon gesehen. Caen gewinnt gegen Ajaccio, gegen unseren nächsten Gegner, glaube ich. Richtig. Wir gewinnen eben in Saint-Étienne Annecy mit einem Unentschieden gegen Sochaux. Das heißt, die holen sich jetzt hier gerade. Gegen die Aufstiegskandidaten, die Unentschieden. Erst Angers, nee, das haben sie verloren. Na gut, Troyes immerhin und Montbéliard und der Sieg gegen Quevilly. Boah, vielleicht haben die nochmal Bock, sich zu retten, diese Rückrunde. Metz mit dem 4-1-Sieg macht weiter Druck auf uns. Paris gewinnt auch mal wieder. Troyes gewinnt in Valenciennes. Quevilly gewinnt auch nach einiger Zeit mal wieder. Und Amiens mit einem Unentschieden gegen Bastia. Das heißt, wie gesagt, Ajaccio als nächstes. Eigentlich so ein Gegner wie Bastia, das haben wir ja zum Beispiel nicht gewonnen. Vielleicht brauchen wir halt die direkten Duelle, um die zu gewinnen. Ist aber auch nicht so gut. Wir müssen halt die Punkte natürlich auch gegen die holen, die wir nicht unbedingt im Rückspiegel sehen, sondern die wir schon zweimal überrundet haben. Aber trotzdem, damit ist nicht zu spaßen. Wir sehen ja, dass wir damit Probleme haben. Das heißt, ordentlich Torschusstraining, ordentlich offensives Kombinationsspiel trainieren und dann gucken, dass wir gegen Ajaccio das Ding reinmachen. Mein Defensiv passt ja eigentlich soweit. In dem Sinne, bin gespannt, wie das Training läuft und wie das Spiel dann gegen Ajaccio läuft. Bis morgen.